So Leute, heute haben wir nochmal Modern Warfare 2. Und zwar Herrschaft auf Wasteland. Und es ist so eins meiner absoluten Lieblings-Gameplays hier. Und ich habe das Gameplay. Ich kann mal kurz gucken, wann ich das erspielt habe. Ist auf jeden Fall lange her und ich habe es ewig nicht hochgeladen. Das Gameplay ist von Mai 2014. Ja, also über 2 Jahre alt. Und das ist besonders, weil ich spiele mit einem, ja, eher ungewöhnlichen Streak-Layout. Und zwar Predator, Harrier und Stealth-Bomber. Ja, also weder AC noch Chopper Gunner noch Payflow. Eigentlich nicht so wirklich die Garanten für viele Kills. Und ich habe eigentlich, ja, die 100, das 100 plus, beziehungsweise die 118 Kills, habe ich eigentlich auch nur in einem sehr, sehr, sehr glücklichen oder für den Gegner unglücklichen Zustand zu verdanken. Aber dazu werden wir später noch kommen. Ich glaube, sonst wäre ich so im Bereich zwischen 95 und 100 Kills gewesen. Aber 95, also 90 plus Kills mit Predator, Harrier, Stealth Bomber ist auch immer noch gut. Vor allem auf so einer Map wie Wasteland, wo man nicht so die übertrieben vielen Gun Kills macht. Und der Stealth Bomber macht ja nur einmalig kurz Kills und danach nicht mehr. Und ich finde, das Gameplay ist auch richtig geil. Ja, von meinem Skill her, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil, gut, okay, ich laufe eigentlich immer so die gleiche Route, gehe dann bei C so, versuche ich so ans Geschütz zu kommen und so. Aber ich habe, wenn ich jetzt nicht am Geschütz war und so, habe ich teilweise so unglaublich, richtig, unglaublich gutes Aim. Werde ich auf so ein paar Stellen hinweisen. Da habe ich habe auf Distanz in diesem Gameplay wirklich richtig gut gezielt. Gut, das war jetzt hier vielleicht die Stelle, na eher nicht, aber Ausnahmen bestätigen die Regel, aber gleich kommt, also kommt auf jeden Fall eine Stelle, die fand ich wirklich ultra sick. Ja, und wie gesagt, ich dachte mir, jetzt lade ich das mal hoch und ja, es ist auch schon lange her, dass ich wieder ein Video gemacht habe. Ich weiß gar nicht warum, irgendwie nicht so Bock gehabt und EM kam dann noch dazu, um die soll es eigentlich heute auch so primär eigentlich gehen. Als nächstes Video kann ich nur schon mal sagen, kommt natürlich, muss sein, wir haben ja mittlerweile schon den 11.7., wo ich das hier aufnehme. Ja, muss noch das Update vom Monat Juni kommen, vom Platin-Projekt. Das habe ich auch schon längst fertig aufgenommen, aber ja, auch noch nicht so Lust gehabt, das irgendwie freizuschalten und so. Und dann kommt das jetzt hier nach. Und ja, EM. Gestern, am 10.7., war das Endspiel. Portugal gegen Frankreich. Und ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht groß hier wieder anfangen rumzunörgeln, dass die Deutschen mehr oder weniger unverdient rausgeflogen sind oder so. Da habe ich mich wirklich extrem abgefuckt, als es passiert ist an dem Abend. Hab dadurch dann auch teilweise unnötige Sachen provoziert und so. Und ja, danach am nächsten Tag war aber dann eigentlich schon wieder gut. Ja, ist halt, ich finde nur, man muss, das habe ich echt noch nicht so gehabt, dass zwei Mannschaften so mehr oder weniger unverdient im Finale standen. Also ich habe echt im Vorfeld mir gedacht, als Deutschland raus war, muss ich das Finale eigentlich überhaupt angucken, weil das kann eigentlich eh nur total bescheuert sein, dass hier eine Mannschaft gewinnt, die es nicht verdient hat. Und ich dachte mir am Anfang so, ja gut, dann bin ich für Frankreich aus ja, einem Grund eigentlich, nur damit wir gegen den Europameister verloren haben. Allerdings hat sich das während des Spiels gestern sehr stark gedreht. Also wie gesagt, Portugal ist für mich, das steht außer Frage, ziemlich unverdient ins Finale gekommen, beziehungsweise generell so von K.O.-Spiel zu K.O.-Spiel. Die haben ja eigentlich nur ein einziges Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen und das war das Spiel gegen Wales. Aber generell war die ganze EM irgendwie so, die Mannschaften, die zwar, es war irgendwie teilweise nicht so eine Mannschaft, die da funktioniert hat. Also zum Beispiel, es sind viele Mannschaften weitergekommen wegen so Einzelleistungen. Ja, also zum Beispiel Wales habe ich auch so einen lustigen Satireartikel gelesen, dass sie sich gleich in Bales umbenennen können oder so. Weil, der hat ja quasi Wales bis zum Halbfinale gebracht und dann hat, glaube ich, weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber irgendein wichtiger Mittelfeldspieler hat dann im Halbfinale gefehlt und dann konnte Wales es alleine dann auch nicht mehr richten. Und ja, also war halt blöd, was die Isländer und so, da gab es dann natürlich immer, wurden die Leute natürlich ein bisschen zornig oder so, als Island dann gegen Frankreich rausgeflogen ist, weil ja irgendwie alle so übelste Island-Fans geworden sind in der EM. Wobei ich allerdings auch sagen muss, Island war halt wirklich, war gut, hat Spaß gemacht. Aber
die haben jetzt einfach nicht die spielerische Klasse, also die hätten den EM-Titel auch nicht verdient gehabt, ja, die, das war beeindruckend, wie weit die mit ihrem Kampfgeist und so gekommen sind, aber da ist dann irgendwann auch mal Ende. Ja, und ich meine, ich muss letztendlich sagen, und das hätte ich nie gedacht, dass ich sowas je von mir gebe, weil die Beziehung zu dieser Fußballmannschaft ist aufgrund der vergangenen Turniere auch nicht unbedingt so die beste, kann man sicher denken. Aber theoretisch, also für mich war sowieso das beste Spiel der EM und das Endspiel quasi, war für mich Deutschland-Italien. Da bin ich ja, ich glaube, da war ich nicht der Einzige, bin ich sowas von gestorben. Ich glaube, das Spiel war ja so 12 Uhr rum zu Ende und ich lag echt bis 2:30 wach, weil sich mein Blutdruck nicht beruhigt hat oder so. Also mir war so heiß die ganze Zeit, das war unglaublich. Und ja, also ich hätte echt, selbst wenn so, wenn Deutschland dann rausgeflogen hätte, ich hätte dann echt es Italien am meisten gegönnt, weil die auch ein richtig gutes Turnier gespielt haben. Und dann gab es ja echt so viele Mannschaften, wo man sich im Vorfeld mehr von erhofft hat, die haben dann enttäuscht, ja, also ich meine, an hier Belgien und so. Und ich meine, Spanien hatte halt echt Pech, dass die halt wirklich dumm platziert waren im Turnierbaum, genauso wie Italien. Wenn Italien echt Weltmeister geworden wäre, dann wäre das halt echt so das Ultra, also dann hätten die echt den ultra harten Weg in der K.O.-Phase nehmen müssen. Ich glaube, dann hätten die ja Spanien bezwingen müssen, uns, Frankreich und Portugal. Was ja alles gute Mannschaften theoretisch sind. Aber war halt nicht so. Und dann waren halt zwei Mannschaften, die halt mehr oder weniger gut gespielt haben im Turnierverlauf. Also zum Beispiel Frankreich hat ja in der Vorrunde nicht wirklich geglänzt. Die haben eigentlich das erste Mal geglänzt mit ihrem 5:2 gegen Island. Und ja gut, dann gegen uns, das war ja, muss ich letztendlich auch sagen, auch wenn das jetzt vielleicht klingt, ja, du bist Deutscher und heul mal nicht so rum. War ja auch, also klar, es ist, wenn man einfach sagt, was man aus seinen Chancen macht, wenn es wirklich nur nach Chancenverwertung geht und Ergebnis, dann haben sie natürlich gewonnen, ne, ist klar. Aber wenn man, ich finde, Fußball ist einfach irgendwie mehr, auch wenn letztendlich, wenn es nicht zählt, aber zum Beispiel, wir haben eigentlich das Spiel mehr oder weniger kontrolliert, bis auf jeweilig, ja, 5 Minuten von beiden Halbzeiten. Gut, und dann kam halt wirklich so, da habe ich mir echt vor den Kopf gefasst, weil Jerome Boateng das beim Italien-Spiel gemacht hat, warum muss Schweinsteiger dann nochmal Hand spielen im Frankreich-Spiel? Also das war, klar, war vielleicht nicht beabsichtigt, aber da muss man sich ein bisschen, ich meine, wenn bei so einem wichtigen Spiel muss man sich dann besser unter Kontrolle haben, finde ich. Und ja, gut, nach dem 1-0 irgendwann tun sich dann halt, wenn man dann natürlich auf den Ausgleich geht und dann alles so, also sagen wir mal, die Defensive vielleicht ein bisschen vernachlässigt und ein bisschen weiter nach vorne geht, dann tun sich dann natürlich auch Räume auf und dann ist es, ein 2-0 ist immer leichter zu erzielen als ein 1-1. Und, war dann halt so, konnte man nicht ändern. Und Portugal gegen Spanien im Finale dann, habe ich erst gedacht, ich bin für Portugal, für Frankreich, aber nachdem die dann solche blöden Aktionen gebracht haben, also die haben ja, erstens haben die ja halt ziemlich ruppig gespielt mit ihren Fouls und so, Payet oder so, und wer ist jetzt dann auch das ganze Gebuhe, vor allem auch bei der Nationalhymne und so, da denke ich mir so, das geht echt gar nicht, ja. Und dann habe ich habe einen guten Spruch gelesen zum EM-Finale gestern und ich finde, den kann ich nur hundertprozentig unterschreiben, und zwar: Portugal hat zwar unverdient gewonnen, aber Frankreich hat verdient verloren. Ja, und das, ich finde, der Spruch, der trifft ziemlich gut, und ich finde auch, dann haben wir das Thema wenigstens vom Tisch, diese ganze Diskussion, Ronaldo, so ein spielerisch Weltklasse-Spieler, ja, also was er abgesehen von seinem fußballerischen Können auf dem Platz macht oder so, ist, ja gut, kann man drüber diskutieren. Ich bin auch nicht so der Riesenfan von ihm. Wobei ich jetzt mit der Portugal-Nationalmannschaft auch nicht so auf Kriegsfuß stehe an sich, weil unsere Bilanz da einfach als Deutsche in den letzten 10 Jahren oder so ist einfach so eindeutig für uns gewesen, und ich musste mir eigentlich nie so einen Kopf machen, im Gegensatz zu Italien, so ein Angstgegner. Auf jeden Fall hat er jetzt endlich dann seinen Leistungen in der Karriere, konnte er jetzt auch noch den EM-Titel hinzufügen. Dann haben wir das Thema vom Tisch. Und, ich weiß gar nicht, wie lange geht ein
das Video, ja gut, geht noch eine Minute. Genau hier war die Szene, wo ich mir quasi das 100 Plus mit ergaunert habe, einfach Care Package vom Gegner geklaut. Weil er sich selber mit dem Care Package gekillt hat. Also da kam ja echt extreme Dummheit vom Gegner und Glück von mir dazu, dass ich auch noch in der Nähe stand. Also das war echt richtig geil. Die Szene mit dem geilen Aim, die war übrigens schon, die habe ich dann vielleicht in das Gameplay reingeschrieben als Text, weil ich jetzt so vertieft war in meine mehr oder weniger korrekte Analyse. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was kann man jetzt noch sagen? Genau, da eine Sache noch, die dieses Argument kam dann häufiger, zum Beispiel, dass Frankreich ja auch irgendwie den EM-Titel verdient hat, so als Entschädigung dafür, was sie ja so im letzten Jahr durchmachen mussten, jetzt so mit dem Terroranschlag am 13. November im gleichen, also was heißt im Stadion war ja nichts, aber auch in Paris und während eines Spiels in diesem Stadion. Ja gut, also so aus dem Prinzip, dass die, hier auch nochmal geiles Aim, aus dem Prinzip, dass die Franzosen, dass das denen nochmal irgendwie was Schönes geben kann, während dieser gesamten Angst vielleicht auch oder so. Das ist klar, das ist so, aber ich finde irgendwie, nur weil man jetzt irgendwie, was das angeht, viel durchgemacht hat, hat man es ja nicht verdient, dann was gar nichts damit zu tun hat, deswegen da bevorzugt zu werden. Ja, ich meine, sonst, da hätte ich dann in meinem eigenen Leben auch die ein oder andere Situation gehabt, wo ich hätte sagen können, also dafür, dass mir das und das passiert ist, da hätte ich ja da auch bevorzugt behandelt werden können, aber das ist halt leider nun mal nicht so. Gut, also wie gesagt, abschließend noch, muss ich sagen, war die EM, also ich muss echt sagen, das hat der Yannick, der hat das auch schon im Vorfeld kritisiert, allerdings nicht aus spielerischem Aspekt, sondern einfach nur, weil er es als Geldmacherei gesehen hat. Klar, finanzieller Aspekt ist auch dahinter, aber ich muss sagen, ich fand es im Nachhinein gesehen nicht so doll, dass 3 von 4 Mannschaften weitergekommen sind in der Vorrunde, beziehungsweise 4 von 6 Mannschaften in der Vorrunde, also 4 von 6 Drittplatzierten, weil das einfach das Niveau, vor allem in den Gruppenspielen, so extrem gesenkt hat. Also dadurch haben einfach viel mehr Mannschaften mehr verteidigt als Tore geschossen, weil man dachte, ja gut, mit 3 Unentschieden kann ich auch weiterkommen, ja. Bestes Beispiel Portugal. Ich glaube, die waren doch sogar Dritte in ihrer Gruppe. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer bei denen in der Gruppe war. Das können wir doch mal eben kurz gucken. Die waren in der Gruppe E? Nee. F? Und ja, weitergekommen war doch Island. Und Österreich? Oder war Portugal doch? Das müsste ich mal eben kurz... Einen Moment, da pausiere ich mal eben kurz das Video. Ja, genau, also Portugal hatte nur 3 Punkte, Ungarn hatte 5 und Island, gut, da weiß ich ja definitiv, wissen wir ja alle, dass sie weitergekommen sind mit mehr Punkten. Die haben auf jeden Fall, die haben einen Punkt, die hatten auch 5 Punkte, genau, die hatten einen Sieg noch gegen Österreich und also wie gesagt, ohne dieses Prinzip wäre ja Portugal gar nicht weitergekommen in der Gruppenphase. Und wäre auch letztendlich gar nicht Europameister geworden. Also das ist ja quasi nochmal eine Sensation, dass ein Drittplatzierter in der Gruppenphase Europameister geworden ist. Und wie gesagt, das würde für mich auch reichen. Also entweder man macht es halt echt, finde ich, nach dem WM-Prinzip, dass man 32 Mannschaften gegeneinander spielen lässt mit mehr Gruppen. Ich glaube, das geht ja in der WM geht es als Gruppe H. Und dafür dann noch dann nur 2 pro Gruppe weiterkommen lässt, dass man dann auch auf 16 kommt, die dann im Achtelfinale stehen. Und oder man macht es halt echt so, dass es kein Achtelfinale gibt, sondern nur Viertelfinale. Und ja, also wie gesagt, vor allem, das hätte ich mir auch irgendwie gewünscht im Vorfeld schon, also bevor ich wusste, dass wir davon betroffen wären, muss ich dazu sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass, wenn sie schon echt auch Achtelfinale einbauen in die EM, was es ja vorher auch nicht gab, vorher ging es ja immer beim Viertelfinale los, dann finde ich, hätten sie auch ein Spiel um Platz 3 noch einbauen können, wie bei einer WM. Ja, dann hätte jetzt hier noch Wales gegen Deutschland gespielt. Das hätte ich auch übrigens richtig spannendes Spiel gefunden, weil das wären dann auch wieder so manche, also es wäre dann auch wieder so ein Spiel gewesen, Klasse eventuell. Und ja, dann wären wir vielleicht wieder so Dritter geworden, wie wir es ja eigentlich
ja, abgesehen von unserem WM-Titel, eigentlich immer so in den letzten 10 Jahren waren. 2006, 2010. Gut, ich meine, okay, bei EM 2008 und EM 2012 gab es ja auch keinen Spiel um Platz 3, logischerweise. Aber naja, gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung zur EM in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich sind ja auch einige dabei, die haben das Video mehr oder weniger gar nicht ausgehalten, weil sie sich null für Fußball interessieren. Aber ich finde immer so, bei einer EM und WM, ich bin ja auch so ein Saisonfußballgucker, ich gucke eigentlich nur international, Champions League ab und zu ein bisschen und halt EM, WM. Und ich finde auch irgendwie, das ist richtig cool, wenn ich dann in der Zeit ab und zu mal FIFA spiele mit einem Kumpel oder so, weil sonst alleine spiele ich ja gar nicht FIFA. Wenn ich so Fußballspiele vermehrt gucke, dann kriege ich auch ein besseres Auge für Situationen in FIFA, weil ich mir einfach so Spielzüge, kann man sich dann vielleicht so ein bisschen abgucken, auch wenn FIFA natürlich viel schneller läuft. Aber irgendwie, ja, macht irgendwie ein bisschen mehr Spaß und ich krieg dann auch irgendwie Bock auf so Fußballspiele. Aber da sind mir dann die Platins und so dann zu aufwendig und da ich auch nicht wirklich gut bin in FIFA oder PES, dann macht mir das nicht so Spaß, da würde ich mich dann eher abfacken. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis dann, haut rein.